Caleb Zimmer will von uns wissen, was passiert im Gehirn, wenn uns etwas auf der Zunge liegt. Lieber Caleb, wenn dir was auf der Zunge liegt, solltest du erstmal kontrollieren, ob du nach der letzten Mahlzeit auch alles runtergeschluckt hast. Falls das der Fall ist und du trotzdem noch Zungenbelag hast, solltest du vielleicht mal zum Zahnarzt oder Hausarzt gehen, ob du nicht vielleicht eine Zahn- oder Mandelentzündung hast. Ein kleiner Spaß am Rande. Natürlich wissen wir, dass du Wortfindungsstörungen meinst. In diesem Fall musst du nicht gleich zum Arzt gehen. Boah, nochmal Glück gehabt. Aber wieso fehlt uns in manchen Situationen ein Wort, was uns einfach nicht einfallen will und erst später wiederkommt, wenn wir es überhaupt gar nicht mehr brauchen? Es gibt eine psychologische, also eine gesunde, und eine pathologische, also eine krankhafte oder gestörte Wortfindungsstörung. Bei der pathologischen gibt es zwei Formen, die Dysphasie und die Aphasie. Die Aphasie kann zum Beispiel im Jugendalter bei einer Entwicklungsstörung auftreten. Die Sprachbildung und das Sprachverständnis in der linken Gehirnhälfte sind intakt, wobei links ja für euch irgendwie hier wäre. Lediglich die mentalen Werkzeuge wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis sind hier gestört. Das kann man beispielsweise bei Kindern mit ADHS beobachten. Ist die Verbindung zwischen der linken Gehirnhälfte und dem Frontalhirn gestört, fällt es dem Betroffenen schwer, Wörter auszudrücken, die er eigentlich kennt. Solche Entwicklungsstörungen können aber durch kognitives Training und Logopädie besonders im Kinder- und Jugendalter behoben werden. Hihi. Die Aphasie wiederum hat meistens einen Schlaganfall, einen Tumor oder eine Hirnblutung als Ursache. Hier wird das Sprachzentrum auf der linken Gehirnhälfte geschädigt und den Betroffenen fallen die Wörter nicht ein, können gar nicht erst gebildet werden oder brauchen lange Zeit, um ausgesprochen zu werden. Unterschieden wird nochmal zwischen der Wernicke-Aphasie und der Broca-Aphasie. Bei der Wernicke-Form kann der Betroffene zwar super antworten, versteht aber kaum ein Wort von dem, was du sagst. In seinem Kopf ergeben seine Antworten aber Sinn. Bei der Broca-Form versteht der Betroffene jedes Wort. Wie oben aber erwähnt, fällt es ihm schwer zu antworten, da das Bilden der Wörter einfach viel, viel länger dauert oder ganz gestört ist. Die psychologische Wortfindungsstörung beschreiben Psychologen als Zungenspitzenphänomen. Es wird verglichen wie das Gefühl vor dem Niesen, bei dem man weiß, dass es gleich kommt und danach eine Erleichterung eintritt. Gesundheit. Wenn uns ein Wort auf der Zunge liegt, eigentlich könnte man, kurz für alle Abonnenten, ab jetzt beginnt das Beantworten der Frage. Just saying. Wenn uns ein Wort auf der Zunge liegt, ist es so, dass wir das Wort kennen, aber es gerade nicht parat haben. In unserem mentalen Wörterlexikon, welches im Gehirn gespeichert ist, liegen ca. 20.000 bis 60.000 Wörter. Wenn wir das Wort quasi schon auf der Zunge haben, kennt unser mentales Lexikon das Wort, hat es aber noch nicht gefunden. Im Prinzip wie bei einem langsamen Computer, der nach einer Datei sucht. Meistens kennen wir Informationen zu dem Wort, zum Beispiel wie es ungefähr klingt, wie viele Silben es hat, den Anfangsbuchstaben oder einen Reim darauf. Der Grund, warum wir das Wort aber nicht direkt parat haben, liegt an einer mangelnden Teilaktivierung der neuronalen Verknüpfungen im Gehirn. Durch Gehirnjogging und Sprachübungen können solche Aussätze aber minimiert werden. Oder eben durch die guten alten Eselsbrücken, die man sich beim Lernen gerne mal aneignet. Wie war das nochmal? Mein Vater erzählt mir jeden Abend unsere neuen Planeten? Nee. Egal. Siehste, Eselsbrücke für den Arsch. Irgendwann vergisst man die auch. Da im Alter die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn abbauen, kommt es da häufiger zum Zungenspitzenphänomen. Da ist Gehirnjogging besonders wichtig. Also lieber Caleb, Entwarnung. Dein Gehirn ist lediglich ein langsamer Computer. Vielleicht findest du ja irgendwo ein Update. Juhu, und wenn du eins findest, sag mir doch Bescheid. Dann würde ich mir das nämlich auch ganz gerne mal runterladen. Ansonsten, falls ihr noch so eine coole oder verrückte Frage habt, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt mir direkt selbst auf mein Handy. Ich habe nämlich so ein schönes So geht das Telefon und da könnt ihr einfach bei WhatsApp schreiben, mir Bilder von irgendwelchen Sachen schicken, also von Sachen von uns, nicht von irgendwelchen Sachen, die brauche ich nicht. Oder ihr schickt mir einfach ein paar Fragen, vielleicht landet ihr dann im nächsten Video. Oder wenn ihr einfach irgendwas wissen wollt, schreibt mal, vielleicht antworte ich ja. Nur vielleicht, ist nicht versprochen.